Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 5. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und bekommt einen Einfluss von Stern Achenar. Und diesem Stern Achenar bedeutet übersetzt das Ende des Flusses. Welcher Fluss handelt sich hier? Das ist der Fluss Eridanus. So heißt diesem Sternbild Fluss Eridanus. Und in diesem Sternbild befindet sich die Stern Achenar, das Ende des Flusses. Und steht in Verbindung mit der Sonne. Sonne ist natürlich Klarheit, Orientierung. Also wir sollen Klarheit haben, welche Ziele wir erreichen möchten und diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Das ist das Ende des Flusses. So kommt es alles in Bewegung. Unser Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage in Grenzbereich, weil heute übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond hat auch Einflüsse. Einmal bekommt ein Einfluss vom Foramen. Diesem Stern Foramen befindet sich im Schiff Argo. Das ist ein großes, ganz großes Sternbild im Himmel. Und mit diesem Schiff Argo sind die Argonauten gefahren, die goldenen Felder wieder zum Holen. Und diesem Stern Foramen heißt übersetzt ein Schlüsselloch. Aber dieses Schlüsselloch zu finden und mit der richtigen Schlüssel zum Öffnen ist gar nicht einfach, weil rundherum sind Nebel. Diese Nebel sind Sternenhaufen. Also ein nebeliger Zustand und in Mitte drin ist dieser Stern, dieser Schlüsselloch. Und das heißt für uns, es ist etwas wie benebelt, undurchschaubar und wir sollten da orientieren und mit den richtigen Schlüssel, die richtigen Schloss, die richtigen Tür zum Öffnen. Damit dieses Schiff Argo, damit etwas in Bewegung kommt. Es ist gar nicht einfach, gerade eine klare Entscheidung treffen und dazu noch die richtige Entscheidung treffen, weil es ist etwas noch unklar, undeutlich. So erscheint das für uns. Speaker beeinflusst auch die heutigen Mondbewegung. Speaker haben die Ägypter verehrt und sie sagen, das ist die Göttin Hathor. Also hat mit Weiblichkeit etwas zu tun. Die Getreide, es dehnt sich etwas, es trägt etwas Früchte. Und das erinnert auch auf die Ernte. Also wir ernten etwas, das wir gerade beginnen. Arcturus bestrahlt auch die Mondbewegung. Arcturus, dieser Stern, befindet sich im Bärenhüter. Und diesem Sternbild Bärenhüter bewacht das große Bär und die kleine Bär. Das ist die Mama Bär und ihr Sohn Arcas. Also dieser Stern Arcturus bewacht, beschützt, behütet die beiden Bären. Und das ist auch die Bedeutung. Also wir bekommen Schutz, Unterstützung und bewacht uns jemand. Die Araber nannten diesem Stern Haris el Sema und übersetzt heißt Hüter des Himmels. Und dieser Bereich befindet sich auch die Nordpol, weil die Polarstern, der Nordpol, befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Und welche Ereignisse gibt noch heute? Was auch sehr wichtig ist, Merkur steht in Verbindung zum Venus. Und die wirken zusammen.
Das heißt, über Liebe zu sprechen, über Gefühle zu sprechen. Und das ist wirklich sehr gefühlsvoll, weil da kommt noch die Fischenenergie dazu. Merkur und Venus befinden sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen gehören zu Wasserelement. Und das Element Wasser hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Entweder ist das Bedürfnis da, über Gefühle zu sprechen, oder wir bekommen eine Nachricht, eine Liebesnachricht, oder macht jemand eine Liebeserklärung. Aber es sind auch gewisse Missverständnisse möglich heute. Also das sollten wir mal ganz diplomatisch die Gespräche in Hand haben. Nicht zu wenig, nicht zu viel, sonst kippt die Waagschale und es führt eventuell zu Missverständnissen. Und vor allem, was noch wichtig ist, Uranus und Mond stehen in Verbindung und sie stehen gegenüber. Und es ist sehr wichtig, wenn zwei Planeten oder diesmal Uranus als Planet und dazu noch Mond als Himmelskörper gegenüberstehen, das ist wie eine Apothekenschale. Es braucht die Gleichgewicht. Wenn die Gleichgewicht verliert, dann verlieren wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Welchen Einfluss hat Mond und Uranus? Das sind die Veränderungen. Also bei Veränderungen ist sehr wichtig, alles abwägen, wie sollen wir die Entscheidung treffen. Es ist keine leichte Aufgabe. Heute es ist es auch etwas undurchschaubar. Uranus und Mond hat nicht nur einen Bezug zu den Veränderungen, sondern Mond beeinflusst unsere Gefühle. Und Uranus als Planet herrscht über astromedizinisch, herrscht über die Nervensystem. Wenn die Gleichgewicht gibt, dann verlieren wir die Nerven. Also das kann passieren, dass die Nervensystem strapaziert ist und die Nerven liegen blank. Also es ist sehr wichtig heute auf die inneren Gleichgewicht achten. Und wie finden wir die inneren Gleichgewicht? Mit Gelassenheit, mit Ruhe, mit Leichtigkeit und mit Humor. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont nach unten. Für die Fischengeborenen bedeutet das, etwas ins Licht zu bringen oder sich im Mittelpunkt stellen und das wird auch wahrgenommen. Die Gespräche über Liebe, über Gefühle ist sehr wichtig, für uns alle aber besonders bei den Fischengeborenen, damit es nicht zu Missverständnissen führt, also diplomatisch darüber sprechen, ein bisschen Gefühl oder über Gefühle sprechen oder wir sollen auf unseren Intuitionen hören und wenn wir das Gefühl bekommen, dass die andere damit nicht klarkommt oder wird das zu viel sein oder zu wenig, dann sollen wir vielleicht die Gespräche in andere Richtung lenken oder die Gespräche über Gefühle vertiefen. Es ist kein Rezept da, sondern jeder soll das sich selber so herauskristallisieren, was ist richtig, damit das nicht zu Missverständnissen führt, dass die andere das versteht, was wir damit meinen. Also wichtig ist die Gespräche, auch die liebe Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist gerade ein Aufstieg. Sie vorbereiten etwas, aber das ist noch nicht richtig sichtbar. Und heute trifft diese Verbindung zwischen Uranus und Mond auch für die Wiedergeborenen, weil der Planet Uranus bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder. Unerwartete Ereignisse sind möglich, Umbrüche, Veränderungen. Und es ist wichtig für die Wiedergeborenen, für uns alle, aber besonders für die Wiedergeborenen
und für die Wagen geboren, die inneren Gleichgewicht bewahren. Lieber geduldig sein und dann erst dann handeln, wenn das alles sich beruhigt. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Die Finanzen hängt ganz eng zusammen mit Selbstwertgefühl. Oder dieses Selbstwertgefühl haben, aber Wertschätzung auch. Wertschätzung verlangen von anderen. Weil das ist die gleiche Energieform. Auch wie Schuldgefühl hängt auch energetisch zusammen mit Schulden. Also wichtiges Thema ist die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Aber nicht nur die Finanzen kommen in Ordnung bei den Stiergeborenen, sondern sie haben gerade Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen bewegt sich einiges. Aber sie brauchen auch die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Und das finden sie in ihrem eigenen Zuhause. Da bekommen sie gerade Luft, die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Heute fühlen sich noch ein bisschen unsicher oder nervös oder spüren diese Nervosität, was von anderen Menschen ausstrahlt, aber in die kommenden Tagen kommt alles im Fluss. Dann haben sie glücklichen Tagen, das erwartet in die kommenden Tagen die Krebsgeborenen. Sie spüren auch die schöpferische Kraft, die tolle Ideen und das können sie auch verwirklichen, auch zu Hause, in privaten, aber auch im Beruf, Berufung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Karma und die Berufung gerade. Sie verspüren noch eine gewisse Leichtigkeit, aber in den kommenden Tagen werden Einschränkungen, Unsicherheiten da sein. Dann brauchen die Löwengeborenen ein bisschen Geduld, bis sich das alles wieder verbessert. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Gespräche, die Kontakte und auch die Liebe, Partnerschaft. Aber es ist nicht gut, passiv zu sein und warten, weil das kommt vielleicht nicht, die andere öffnet sich nicht, das kann auch zu Missverständnissen führen. Also wichtig ist für die Jungfrau geboren, die Brücke bauen zu jemandem, auf andere zugehen, die Kontakte suchen, aktiv zu sein, etwas in Bewegung setzen und so kommt es in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen bewegt sich einiges, aber die inneren Gleichgewicht ist heute sehr wichtig. Wenn diese Waageschale umkippt und das ist die Uranus- und Mondverbindung, die Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Waage spüren das, wenn diese inneren Gleichgewicht kippt, dann kommt zu Nervosität. Also bitte die innere Ruhe, das innere Gleichgewicht bewahren und so dafür sorgen, dass eine Veränderung kommt und auch berücksichtigen, was für Einfluss kommt von den Sternen, vor Rahmen, sagt auch, mit dem richtigen Schlüssel die richtige Tür zum Öffnen. Also das heißt, die richtigen Entscheidungen treffen. Bei den Tierkreiszeichen Skorpion geboren kommt in den kommenden Tagen etwas in Bewegung. Sie haben dann auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht, schöne Gespräche ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Kraft und den Mut, sich durchsetzen, sich zu behaupten, besonders wenn es um die Berufung geht oder in eine berufliche Situation. Eine Reise oder Kontakte mit Ausland ist auch ein Vorteil, gerade bei den Schützengeborenen. Es ist auch viel Leidenschaft da.
Aber wichtig ist, dass sie ihre eigenen Meinung vertreten, dass sie Kraft zeigen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben die Sehnsüchte und Wünsche. Das ist spürbar. Und wichtig, das auch ernst zu nehmen, das zu verwirklichen. Und die Möglichkeiten und die Chancen sind da. In den kommenden Tagen kommen die Verbesserungen, weil dann kommt etwas in Bewegung. Und dann haben die Steinbock-Geborenen Glück im Beruflichen und auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch schöne Gespräche. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen fühlen noch die Leichtigkeit, die tolle Ideen, sie können das auch verwirklichen, aber in den kommenden Tagen werden Einschränkungen da sein, ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen, dann brauchen die Wassermann-Geborenen ein bisschen Geduld, bis sich das alles verbessert, bis alles in die richtige Richtung bewegt und die Begeisterung wieder da ist. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.